Ferdinand und ich sind wieder im Wald. Und schauen wir mal, im Jänner möchte ich anfangen, mit Ferdinand Frisbee zu spielen. Ja? Zum Frisbee spielen muss er lernen, Dinge aus der Luft zu holen. Und das übt man am Anfang mit einem Ball. Und zwar mit. Ferdi, komm. Ein Stück gebe, das ist eine Bodenrille. So, Ferdi, stopp. Stopp. Jetzt muss er stehen bleiben. Stopp. 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 Und jetzt schießt du den Ball so. Get it. Yes. Also im Moment fängt er noch unten auf. Ja? Stopp. In Zukunft lernt er dann. Get it. Yes. Ah, fast. Super. Super. Komm her. Ich hoffe, ich sehe das, weil ich schaue immer auf Hermann und nicht aufs Handy. Stopp. Das ist irrsinnig schwierig, ja? Und das ist genau das, was ich jetzt lernen muss. Die Körperbeherrschung, springen, drehen und runterholen. Wenn man das gleich mit dem Frisbee macht, ist das ziemlich frustrierend. Komm her. Komm her. Darum üben wir immer mit dem Ball. Und dann wir das jetzt an, 2 Monate üben, je nachdem wie geschickt er ist. Nein, hol ihn ganz normal. Können wir dann eben Jänner, Februar Frisbee spielen anfangen. Vorher muss er einfach gelernt haben, den Ball geschickt aus der Luft runterzuholen, ohne dass er sich das Kreuz bricht dabei. So, good boy.